Kinder, geht wieder rein. Ich komme gleich. Moin Leute, zur letzten Folge. Was ist los? Fuck, war New Dawn. Jason? Hm? Willst du zu Jason? So, dann fahren wir in den Handlerpark. Was? Spaß haben. Oh, bitte. Du kannst mit einer Waffe umgehen. Du kennst dich in diesem Teil das besser aus als sonst. Immer wenn man schlaft. Und? Ich möchte mal kurz mit dir reden. Hey. Was auch passiert, ich bin froh, dass Carmina zurück ist. Was ist das? Zu Hause. Mom hatte recht. Ja, okay. Schnapp dir neue Klamotten, bevor du mit Mom redest. Und hey, ab jetzt gebe ich dir Rückendeckung. Packen wir es an. Ich hab das raus. Diesmal eine Frau. Von den ganzen Rüstungen, das wüsste ich vielleicht, dass sie am meisten. Ohne Hut sieht irgendwie besser aus, wenn wir nehmen mal Sonnenbrille, Alter. Voll die Sonnenbrille erstmal. Ah ja. Ah ja, bärtige Frauen. Das lasse ich weg. Handschuhe möchte ich lieber die haben, weil die sind. Ne, warte mal, die hier sehen passen aus. Hosen, würde ich echt sagen, die hier. Und dann haben wir es perfekt. Bestätigen. Wir brauchen dringend Schafsdarm. Ich muss mit dir reden. Mein Name ist Kim. Man könnte sagen, dass ich. Wir haben nicht die Hilfe, auf die wir gehofft hatten. Also müssen wir alle mit anpacken und es selber machen. Ich zeig dir mal, wie alles hier funktioniert. Kann ich mich jetzt einmal umgucken? Das ist Prosperity. Wenn wir im Kampf gegen die Highwaymen eine Chance haben wollen, müssen wir zuerst einmal diesen Ort ausbauen. Wir haben verschiedene Einrichtungen, die Prosperity voranbringen können. Dort kannst du zum Beispiel Waffen und Fahrzeuge herstellen, Heilpflanzen kultivieren und vieles mehr. Das ist Hope County. Um das Beste aus unseren Einrichtungen herauszuholen, brauchen wir Ethanol, um sie aufzurüsten. Auf der Karte siehst du die Highwaymen-Außenposten. Dort lagern sie das Ethanol, das sie uns gestohlen haben. Befreie diese Orte, um es zurückzuholen. Und hier kannst du Fachleute finden. Menschen mit Fachwissen, die uns im Kampf gegen die Zwillinge einen Vorteil verschaffen werden. Bring sie zu uns und sie stärken Prosperity und dich. Aber ohne Thomas Rush wird nichts von alledem funktionieren. Er hat schon viele Siedlungen aufgebaut und ohne sein Wissen können wir Prosperity nicht verbessern. Die Zwillinge schicken viele ihrer Gefangenen in das Kohlebergwerk. Ich denke, dort solltest du anfangen zu suchen. Gut, dann retten wir jetzt Rush, finden Leute, die die Anlagen betreiben und besorgen Ethanol, um das Maximum aus der Herstellung rauszuholen. Wenn du uns hilfst, tun wir alles in unserer Macht stehende, um dir aufzuhelfen. Zeigen, wie die Basis aussieht. Merkwürdig, kann wie sich ich ein jetzt so bewegen. Okay. Ich zeige euch jetzt einmal hier, könnt ihr. Dank dir können wir Prosperity genau so aufbauen, wie wir es geplant haben. Hey, Ma'am. Ihr seht jetzt gerade noch die Werkstatt. Sie hier könnt ihr nach einer Zeit Waffen bauen, wie ihr hier seht. Blau, lila, Elite. Und wir werden natürlich alles hier während den Missionen gut verbessern. Dann haben wir hier auch noch ganzen Logbücher, Charakter.
haben wir ja auch an den Inventar. Vorteile. Herausforderungen online. Das Spiel ist eigentlich, hat alles, was wir brauchen. Ich bin froh, dass du Prosperity hilfst. Oh fuck, was habe ich jetzt eigentlich was vergessen? Ihr Basis braucht den 150 Liter 0 für Stufe 1 blau. Und ich glaube, wir holen uns jetzt erst das blau schon mal. Eine gute und dann hätte ich noch vor beim nächsten Gesundheit zu verbessern. Hier mehr Dynamit und so. Dann würde ich auch gerne Fahrzeuge und so herstellen. Ist das die Motherbase für hochbegabte Menschen? Du gehst schon deinen Weg, Herr. Da bin ich optimistisch. Öffnet das Tor! Ich rackere mir hier den Arm, aber wohl nicht umsonst. Open World, Wahnsinn. Und wer dieses Spiel noch spielt, muss wissen, wie man braucht diese Pflanzen. Und man braucht eigentlich jede Sache, die leuchtet. Und ja. Wir müssen Prosperity aufbauen. Das ist unsere einzige Chance. Nimm dir, was du kannst und wenn du kannst. So, weit so. Übrigens, ihr könnt nachher erst später einsammeln, wenn ihr den Bogen freigeschaltet habt, den ihr erst ab Stufe 2 freischalten könnt. Das wird eines Tages noch nicht sein. Steuerbogen. Meine absolute Favoritenwaffe. Ist hier. Aber ich möchte kurz
Gruppen und ab und zu unterstützen sich diese gegenseitig mit Vorratslieferungen. Wenn du ein Flugzeug siehst, gehört das wahrscheinlich ihnen. Es ist ein Wettbewerb darum, wer die Lieferung zuerst für sich beansprucht. Und auch ein Kampf. Das war ziemlich gut.